Oh Gott. Ich kann mich an dieser Musik einfach nicht satt hören. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Ark Lost Island. Ah, neue Aufnahmesession. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal wieder kurz ein bisschen Zeit, auf die Kommentare einzugehen. Bietet sich ja gerade an, deswegen nehme ich jetzt gerade den Ladebildschirm schon mit rein. Einmal, ja, das mit dem Mausshop, das ist natürlich ein bisschen doof. Von der Formulierung her natürlich krasse Folge, das fand ich, ja, kann man so sehen. Ja, ich hasse mich selber irgendwie noch ein bisschen dafür. Dann gab es noch einen Hinweis wegen dem Pelz, / Fell, was ich lang gesucht hatte. Das war jetzt natürlich, ich weiß, die Folge, wo ich das mit dem Pelz und mit Mammuts gelöst habe, war jetzt schon, das ist jetzt hier ganz komisches Zeitreisegedöns, ne? Ich kann doch wohl Fell auch bei Pferden holen. Und ich denke, okay, das klingt ein bisschen hart. Aber ich war mal so frei und habe Dododex dazu befragt. Ja? Der Dododex stimmt dem zu. Ich hätte Equus und Einhörner jagen können für Fell. Es wäre definitiv leichtere Opfer gewesen. Das ist definitiv auch korrekt. Oh nein. Nein, ich laufe jetzt hier nicht rum und mache hier Pferdengenozid, nur weil ich ein bisschen Pelz brauche. Das ist so, gut. Hätte ich jetzt recht wenig Pelz gebraucht, dass es sich vielleicht gereicht hätte, ein oder zwei Pferde zu holen? Okay. Dann könnte ich damit vielleicht noch leben, oder wenn ich zufällig irgendwo ein halbtotes finde. Das wäre so jetzt erlöst. Aber nee, so komplett auf der freien Wiese, wie sie bei uns leben, dann einfach niedermetzen, damit ich ein bisschen Pelz habe. Ich weiß, mit den Mammuts habe ich es jetzt nicht anders gemacht, aber irgendwie, es fühlt sich einfach falsch an, auf Pferd und Einhornjagd zu gehen dafür. Das ist so. Aber ein guter Tipp. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man von denen Pelz kriegt. Im Zweifel eines Falles weiß ich das ja jetzt. Das ist super. Vielen Dank dafür. Oh Mann. Dann gab es noch irgendwie eine Frage wegen meinen relativ... Ich mach mal auf. Wegen meinen Charakterwerten hier hinten, weil hier 445, weil normalerweise sind die Schritte ja auf 10. Das ist korrekt. Ich habe selber Server dafür am Laufen und habe da diverse Einstellungen. Erstmal machst du hier weg. Symbol der Schande. Habe dafür diverse Einstellungen auch ein bisschen angepasst. So Singleplayer-mäßig. Weil ich weiß gerade nicht genau, wie ich das beschreiben soll. So reine Singleplayer-Settings hatte ich jetzt. Klingt jetzt blöd, aber keinen Haken zum Setzen bei meinem Server. Dann hätte ich den wahrscheinlich genommen. Aber ich habe auch mal Singleplayer gespielt. Das kann man ja im Offline-Spiel einfach sagen: Singleplayer. Und irgendwie fühlt sich das Spiel da zu einfach an. Ich weiß nicht mal, was das ist. Eigentlich, die Level der Dinos sind die gleichen. Aber ich glaube auch zum Beispiel die Live-Anzahl von Alphan oder auch von den Bossen ist ein bisschen anders. Also gut, ich weiß das alles gar nicht, aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Es gibt deutlich mehr Ressourcen, es gibt deutlich mehr EP, das ist so. Ja, hat sich irgendwie ein bisschen falsch angefühlt. Deswegen hatte ich das bis jetzt nicht so wirklich gemacht. Ich habe stattdessen Einstellungen genommen hier am Server, die es mir etwas einfacher machen. Das klingt jetzt auch wieder doof. Die es ein bisschen einfacher machen. Dadurch, ich habe mir nämlich fast alles darauf ausgelegt, dass ich netto auf den Schwierigkeitsgrad komme von so einem offiziellen Server. Das kann ich aber in dem Sinne gar nicht machen, weil im offiziellen Server ist ja riesige Tribes. Da ist ja richtig mit Gruppenspielen allem drum und dran. Ich bin hier ein komischer, popliger Singleplayer, der hier rumrennt. Aber in etwa auf den Schwierigkeitssettings von den Office-Servern. Oder da habe ich ein paar Einstellungen genommen, um meinen Charakter, also den Charakter selbst, ein bisschen stärker werden zu lassen. Also ich rede jetzt hier zum Beispiel beim Live, ich glaube, ich krieg 15 pro. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich pro Level kriege. Also auf jeden Fall, dass ich ein bisschen mehr, also ich glaube, ich habe fast alles auf 50% erhöht. Also nicht 50% Grundwert erhöht, sondern 50% pro Level. Das heißt, ich müsste sowieso aktiv da rein leveln, damit das überhaupt funktioniert. Damit es sich irgendwie, damit ich in der Fall die Stärke von 1,5 Charakteren habe, statt jetzt mit einem Tribe mit 3 oder 5 Leuten rumzurennen. Das ist so, ich kann das gerade echt ein bisschen schwierig beschreiben. Ich hoffe mal, ihr könnt verstehen, was ich meine. Deswegen sind die Zahlen hier etwas krummer als vielleicht bei euch. Und die EP, die ich brauche, um ein Level aufzusteigen, die sind auch komplett an den offiziellen Servern angelegt. Das heißt, theoretisch,
Im Singleplayer würde ich jetzt viel schneller, viel weiter leveln, als ich das jetzt bei meinen aktuellen Server-Einstellungen habe. Aber auch da, dieses superschnelle Leveln fand ich damals doof, deswegen hatte ich das alles so gelassen. Dafür einen Levelaufstieg selbst ein bisschen attraktiver gestaltet. Also ich weiß nicht, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich sage ja auch ganz gerne mal, ich habe nicht so eine komische Stacking-Mod, weil fühlt sich an wie Cheaten. Und jetzt komme ich, stelle ich mich dahin und sage, ja, ich habe mir das Spiel ein bisschen einfacher gemacht. Naja, hat einen bitteren Beigeschmack, wenn ich das so ausdrücke. Aber muss auch da ganz klar jetzt sagen, ich habe das einfach nur so ausgelegt, dass man als Einzelspieler ein bisschen näher an die Stärke eines Tribes ankommt. Also auch nur ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt hier nicht alle Werte auf 10-fach eingestellt oder so. Das ist so, nee. Ich fäll jetzt einfach mal Holz nebenbei, nicht wundern. Nur, dass ihr das einmal weit wisst. Genauso wie Ei-Ausbruchzeit sind das, glaube ich. Die sind im Singleplayer deutlich niedriger als an den offiziellen Servern. Och Mist. Das habe ich aber ein bisschen auch eingestellt, so dass ich nicht ewig warten muss. Weil letztendlich bin ich halt nur einer. Und ich lasse den Server auch nicht immer 24 Stunden laufen. Das kommt manchmal vor, aber auch nicht immer. Sondern eigentlich immer nur während ich spiele. Deswegen sind diese Zeiten von Ei ausbrüten. Ich weiß nicht, ob so ein Quetzel braucht 72 Stunden oder so, um ein Ei auszubrüten. Dann denke ich mir, wenn ich das als Let's Play mache und den Server jetzt nicht komplett durchlaufen lasse, brauche ich ewig, bis das Ei ausgebrütet ist. Das ist so, ja. Das ist so merkwürdig. Das sind so ein paar Einstellungen, die ich halt angepasst habe. Das ist so. Aber letztendlich habe ich jetzt dadurch nicht unbedingt an dem Kerninhalt des Spiels rumgefunden. Ich weiß nicht, wie das. Aber wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt oder dass wir die Einstellungen mal genauer durchgehen wollen, wenn ihr das wissen wollt, kein Problem, können wir mal machen. Spricht nichts gegen. Auf jeden Fall brauche ich was zu essen, sehe ich gerade. Das ist nicht Essen, das ist Braten von Essen. Hier, gib mir mal Essen. So. Lange Rede und gar keinen Sinn. Wir haben unseren Proctopodon-Sattel. Und ich möchte einmal aushüpfen. Komm mal runter. So, für den Fall, dass du stirbst, was natürlich niemand von uns hofft oder ähnliches. Auf dem Grabstein ist ein Name schöner als kein Name. Optionen. Namen. Jippa. So. Jupp. Dein Inventar ist aufgeräumt, du hast ein paar Bärchen, das ist in Ordnung. Ich habe viel zu viele Fasern. Ah, ich habe allgemein ein Bullshit dabei, aber es ist nicht so schlimm, weil wir wollen ja jetzt hier keinen riesen Ausflug machen. So. Oh yeah. Wir hüpfen hier mal ganz entspannt durch. Jetzt werden wir gleich von irgendwas angegriffen. Da kann ich mal gucken, wie er hier zum Angriff taugt. Wo hüpfen wir denn mal längs? Vulkan? Eis? Ebene? Ebene haben wir ja schon gesehen, ne? Geht ja falsch an, wenn ich hier volle Höhe hüpfe mit dir, ne? Da? Ja. Bisschen Schaden. Ja, wenn ich hier schon mit ihm hier rumhüpfe. Es wurde auch empfohlen, dass ich mir vielleicht ein Mailwing zulegen sollte oder so, um hier über die Insel gut zu kommen. Ja klar, ich finde, dass der Tipp ergibt vollkommen Sinn mit Mailwings. Man kommt mit Mailwings einfach so gut überall hin. Die können geil schwimmen, die können geil gefühlt fliegen, hüpfen. Oh, die können alles richtig gut. Zum Erkunden ist so ein Mailwing echt ein Traum. Aber hatte ich, glaube ich, auch geantwortet auf das Kommentar. Ich hatte jetzt Genesis 2. Hab ich ja mit einem Mailwing gearbeitet. Und ich stelle mir gerne selber immer die Aufgabe, Herausforderung, ich weiß gerade gar nicht, was man dazu, wie man das jetzt nennen soll, dass ich nicht immer alles gleich mache. Hä? Okay. Skipper? Hüpf da jetzt hoch. Ob du willst und nicht. Na gut, wenn er nicht will, muss ich damit leben. Wahrscheinlich ist es das Problem, aber. Hüpp. Ja, ich bin noch Shadowman gewohnt. Die konnten krasser hüpfen. Egal, ich mag Skipper, also ganz ruhig. So, was haben wir hier an Loot? Also das, was ich damit sagen wollte, ich hatte jetzt bei Genesis 2, habe ich jetzt mit einem Mailwing gearbeitet, um, oh, Holzbauelemente, schön, um die Map zu erkunden. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach bei der nächsten Map nicht. Ganz stumpf.
möchte Abwechslung haben. Und so ein Proctopodon hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Natürlich wäre hier ein Thylacoleo, wäre natürlich auch eine richtig geile Option. So, jetzt hüpfe ich hier schon wieder über die Steppe. Nee. Ja, lass uns mal in den Redwood hüpfen. Der war hier gleich um die Ecke. Da gab es ja leider schon mal die Info, dass ich da ein cooles Dorf finde. Und da, da der hier eigentlich gleich um die Ecke ist und wir gerade relativ mobil sind, das Gute ist, egal wie stark oder schwach unser Skipper hier ist, wenn wir von Mikroraptoren runtergerissen werden, macht er sie kalt. Ganz einfache Kiste. So, hüpf, hüpf, hüpf. Das ist so schön schnell. Das ist geil. So. Also, es ist unser erster. Einfach nur mal kurz ein Ausritt hier mit unserem Skipper. Oh, der Loot ist noch nicht unten. Doch! Da unten. Zack. Lederklamotten. Schön. Natürlich alles auf primitiv. Schade eigentlich. Da hätte ich auch einen höheren Seltenheit gerade gern genommen. Schafe. Ich habe eine Schere dabei. Sehr schön. Oh, 30 Wolle. Hier ist noch ein zweites. Wenn man schon mal dabei ist hier, dann kann man ein bisschen Wolle mitnehmen. Ich hätte gern 30 Stück. Danke. Oh, das grüne Pferd sah natürlich gut aus. Oh, sehr schön. Da ist ein Dilana Loot Drop, den nehmen wir auch noch mit. Oh, Hyänen, hi. Wollt ihr Ärger? Nö? Okay. Dann nicht. Hätte ich mich jetzt darüber gefreut. Ein bisschen Kampf. Ah, wir finden schon noch was, was wir reinen Gewissens umbringen können. Wir haben hier einen Caprosuchus-Sattel und einen Bauplan für einen Terrorbird-Sattel. Ja, cool. Mag Terrorbirds nicht. Und wir gehen gleich in das Gebiet von den Terrorbirds. Juhu. Problem ist, gibt was Pflanzenfresser. Autsch, der hat gesessen. Eieiei. Erstmal ein bisschen hier. So. Pflanzenfresser haben leider den Nachteil, ich kann sie nicht mit Fleisch zwangsernähren. Boah, hier. Die Viecher mag ich nicht so. Und sie hat mich jetzt eh gerade angegriffen, ne? Also 40 Schaden? Bitte was? Ich hätte den Sattel gerne wieder. Wir haben einen Sattel wieder. Upsi! Oh Gott! Okay. Das war Arschlöcher. Okay, ich mach 60 Schaden, ist ein Anfang. Ich hab gleich die Option, einfach wegzuhüpfen. Das ist halb so schlimm.
Ah, ihr seid wirklich von diesen neuen Mistviechern, ne? Könntest du bitte einfach umfallen? Tot. Alter, die sind hier überall. Aber er hat eine Axt. Haha, Metallaxt, danke. Gut. Vielleicht gucken wir uns doch nicht mehr hier im Redwood um. Das fand ich jetzt auch ein bisschen unheimlich hier. Skipper, weiter geht's. Oh, nee. Okay, dann lass uns doch woanders rumhüpfen. Auf jeden Fall könnte ich was essen. Eieiei. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass die Mikroraptoren ein großes Problem geworden wären. Das ist so, oh, ich glaube, das hat schon ganz gut gepasst. Pilz? Boah, 28 seltener Pilz hat sie rausgeholt. Geil. So, Bären ernten? Ja. Das ist mal ein Anfang. Hüpf, hüpf. Den Live-Regenerieren. Hier kommen noch mehr seltener. Ich weiß gar nicht, wofür ich die seltenen Pilze brauchen würde, aber ich nehme sie einfach mit. Blumen? Ach doch, es waren Blumen, aber ich habe jetzt keine seltenen Blumen rausgekommen. Das hätte ich jetzt auch noch interessant gefunden. Oh, wow. Also wenn ich diese Pilze einfach einsammeln kann, sind diese Pilze, also die seltenen Pilze, gar nicht mehr so selten, ne? Ey, mit dem Pilz. Danke. Noch mehr, okay. Wir hüpfen hier mal weiter durch die Gegend. Der Grundgedanke heute war, sich ein bisschen umzugucken und hier mal ein bisschen mit dem Känguru einzugrooven. Da vorne ist ein Alpha-Raptor. Ganz toll. Ah, ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt gerade gesehen habt. Allerdings traue ich mich jetzt auch gar nicht so direkt zu gucken. Da ist er. Und weg. Alpha Raptor, das ist so eine Sache, dafür ist unser Skipper definitiv nicht die richtige Wahl. Ja, wir gucken uns jetzt einfach komplett random um. Ohne wirkliches Ziel. Gute Idee, ne? Im See gab es schwarze Perlen. Ganz gut live. Wir könnten uns nochmal in den kälteren Regionen umschauen. Das fühlt sich auch irgendwie gar nicht mal so schlecht an, wenn ich auf so einem flauschigen Känguru sitze. Ja, lass uns einfach mal hier rumhüpfen. Dann gibt's einen kleinen Mini-Ausflug und dann passt das schon. Und zack. Kantavisse, vor denen kann ich einfach weglaufen. Wölfe. Hier sind Wölfe. Ah. Das hat Pelz gegeben. Hier sind ganz schön viele Wölfe. Okay. Da unten sind, glaube ich, Schweinchen, ne? Der und? Okay, Mammut. Oh.
doch jemand den Übergang von Eis zu Vulkan an. Das sieht doch wohl klasse aus. Oh, im Hintergrund pocht die Lava. Sehr cool. Ja. Ich will gerne runterkommen, ohne viel Schaden zu nehmen. Manakama! Ach Gottchen! Woolly Rhinos? Oh! Das ist cool. Sag mal, wie geil siehst du denn bitte aus? Wow. Da runter, ohne zu sterben. Ah, da unten sind die Weibern. Wyvern. Ah, ja. Das ist jetzt das, ist, was ich vor Ewigkeit meinte. Da ich jetzt schon wusste, dass es hier Wyvern gibt, ist das gerade gar nicht mal so geil, dass ich sie wieder sehe. Ist das cool? Dieser super Überraschungsmoment, der ist weg. Hm. Oh, überall Wölfe, ey. Ich glaube, ich würde da nicht mehr rauskommen. Ist ein Jotyrano? Hätte ich jetzt meinen Sinoma-Korps dabei? Natürlich was anderes. War schön, dass ihr da rumschreit. Haha, kommt doch rüber. Oh, Feuerweibern. Wyvern? Ich nenne sie einfach Wyvern. Mann. Insekten? Das sind Spinnen? Oh mein Gott, wird das noch coole Ausflüge in Zukunft geben? Ich weiß auch gar nicht, warum ich schon wieder einen Ausflug mache. Müsste mal ein bisschen bauen, ein bisschen Entspannung reinbringen. Naja, ich bin jetzt nicht gestresst, aber... Ich kann die Füße nicht stillhalten, ich muss mich mal gerade umgucken hier. Opsi? Ich könnte ein bisschen Opsi einpacken. Einfach nur, weil ich es kann. Geil, vor allem hier ist hier gerade, ich stelle mich gerade hin zu tot, wenn ich gleich wieder rüberspringe, habe ich wieder Eiswürfel. Das ist so einer der Punkte, weshalb ich auch öfter mal sage, ich finde es nicht ein bisschen kacke, wenn es auf Maps immer alle Biome geben muss. Ich finde, das tut absolut nicht Not, weil wenn ich jetzt hier auf gefühlt 10 Meter Unterschied Flamme und Eiswürfel habe, das ist so, ah, lass mal. Komm, wird Eiswürfel nicht da hier? Ja, guck mal, Eiswürfel. Nee, es wird hier einen gewissen neutralen Klimabereich geben müssen, wo die Luft sich austauscht. Ei. Aber darum geht's gerade nicht. Da unten sind... Oh, Atropleura. Geil. Diese Schlucht zufällig hier vorne irgendwo raus. Das ist ein Textrex. Oh. Oh. Ja, sie führt hier raus.
Sieht bis ans Meer raus? Oh. Hey. Da habe ich den Bronto wohl gerade ein bisschen unglücklich erwischt. Ja, ich glaube, ich würde auch wieder rauskommen. Ach, da geht's auch an die Oberfläche komplett. Oh, schön. Alpha Kano, nicht so schön. Hüpf einfach mal die Richtung da. Steig ab, sobald es kritisch wird. Ah, verpasst, oder? Ah, egal. Ich müsste da mal runter. Wenn es da nämlich Kristall gibt, dann will ich haben. Weil da kann ich mir Fernglas machen. Da kann diese ganze Superzähmerei erst richtig losgehen. Hoff einfach mal, du bist Kristall. Ja! Wir machen unser Fernglas. Yo! Gerade nichts mehr, was ich umbringen will, außer die Natur selbst. Sehr schön. Heißt, ich werde unserem Skipper gleich erstmal die Kristalle rüberschieben. Alter, das waren schon 140? Oh. Ich hab nicht so welche alles dabei, oder? Spyglass? Nee, Metallbarren und Zement. Aber gut, das kriegen wir noch geregelt. Wie warm ist das denn hier? Wow! Ha! Ja, gut. Ich habe die Twitch-Meldung wohl vergessen abzuschalten. Oh, sorry. Gut. Hab's aber abgeschaltet. Neon 8i, sollst du das trotzdem sehen? Vielen Dank natürlich, ne? Upsi! Oh, Moshops. Oh Gott, ich hatte erst einen, ich kann nicht wieder einen neuen. Nee, hier ist irgendeiner mit 150. Oh mein Gott. Ah, Honig einer Biene, das kannst du vergessen. Glück gehabt. Glück gehabt, dass der Dinge haben will, die ich nicht habe. Oh, ich habe übrigens Durst. Gib mal das Tauchhörnchen. Ja! Sieht interessant aus beim Schwimmen. Ja, lass uns doch mal gleich mal einen Blick raus. Hier, lass uns mal einen Blick ins Meer werfen. Also, ich gehe wieder zurück. Wir machen jetzt hier keinen Meerausflug oder so. Ich meine, wenn ich gerade schon mal am Schwimmen bin. Los, runter. Oh, da vorne ist Öl. Lass uns doch gleich mal Öl mitnehmen. Dürft natürlich gerne einmal atmen hier, werter Herr Skipper. Überhaupt kein Problem. Ich weiß gerade nichts, was ich umbringen will, ne? Ist das Metall? Ah, ich kann ja gar nicht unter Wasser atmen. Gibber! Ich muss gleich mal das Demoklubten angucken, die aussehen wie Metall. Ja. Das war ein komischer Tech-Anzug, das ist so. Ja.
Da hat man mal schnell vergessen, dass man eigentlich unter Wasser nicht atmen kann, ne? So, nochmal runter. Ich muss auf diese anderen Steine mal kurz einkloppen. Okay, ist nix. Das beruhigt mich. Geber, ab nach oben. Du kannst hier unten auch nicht sonderlich gut atmen. Jetzt haben wir ein bisschen Öl mitgebracht. Wir haben ein bisschen Obsi dabei. Und Kristall haben wir auch noch gefunden. Oh, cool. Geber. Oh. Das ist ein blauer Loot und dann geht's wieder nach Hause. Hüpfen wir da mal kurz zusammen wieder zurück. Also alles in allem, geile Tour. Können wir uns zu Hause das Fernglas machen. Gefällt mir. Gott, hab ich mich gerade für Twitch benachrichtigt. Hab ich mich da erschrocken. Ich hab das gerade überhaupt nicht kommen sehen. Niemand mag euch. So, ich hätte gerne noch den blauen Strahler, weil wenn er schon mal hier unten ist, würden wir ja gleich mal gucken, was drin ist. Hier ist heiß, ja, danke. Opfer für die Kili-Rüstung, okay. Ich merke gerade, ich sollte hier nicht so blind rumhüpfen. Ich hatte schon viel Lava. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich daran sterben würde instant oder ob das eher so ein du kriegst halt eine Menge Schaden auf einmal ist. Krass. Ich will mich ja auch ein bisschen umgucken. Wasserlavafluss. Und go. Hier. Oh, sieht wie ein kleiner Felsdurchgang aus. Einmal hochhüppen. Oh ja, yeah. Cool. Alter, was für eine Tour. Ich wollte in Redwood. Und von Redwood hatte ich Angst, weil komische Affen da waren. Hier ist ja alles tiefenentspannt. Nur ein bisschen warm. Ich glaube, an den Bäumen müsste ich theoretisch direkt Holzkohle abbauen können. Oder wie war mir da... Nee, gar nicht. Das sind auch keine verkohlten Bäume, ne? Oder war das auch nur... Das weiß nicht. Warst du bei einer bestimmten Map so? Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich mal... Dass ich in Vulkanbiomen an verkohlten Bäumen... Sind die Magmasaurier... Wow. Er schon weg. Cool. Ja, die finden das wohl gerade nicht so geil, dass ich hier rumhüpfe. So, mach die Fackel mal wieder aus. Krass, ich geh in so einen riesigen Vulkan rein, alles flüssig und heiß da drin und ich mach mir erstmal eine Fackel an, damit ich was sehe. Jo, hab ja sonst nichts zu tun, ne?
Nein, 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 hey. Okay. Ich sterbe auf jeden Fall gleich. Oh, hier, verkohlter Baum. Kriege ich hier Kohle raus? Nö. Okay. Ist dann hier wohl auf der Map einfach nicht so. Ich kann es nochmal bei denen hier probieren. Bei der festen Überzeugung, dass ich da eine Holzkohle rauskriege. Nö. Also nicht, dass ich jetzt Holzkohle brauche, weil man kriegt sie einfach recht entspannt selber, indem man sein Holz verbrennt. Oh ja. Ah! Wir sind da, ne? Oder bin ich komplett falsch gerannt? Ah, wir sind ja quer durch. Ja, der Rückweg brauche... Ja, stimmt. Ah Gott, ich bin ja quer über die Map rüber. Deswegen ist der Rückweg gerade auch so lang. Hier, werte Allosaurier. Ich brauche euch nicht. Ich hüpfe mal weiter. Ist es mir kalt. Ah. Also man kann ganz klar sagen, Skipper ist nicht unbedingt der beste Schwimmer. Sind wir jetzt hier unterwegs, noch was Cooles? Ah, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Glaub nicht. Oh, da drüben bei der Landzunge. Eigentlich müssten wir bald da sein. Zack. Bin ich eigentlich schon leicht überladen mit ihm? Die Sprünge fühlen sich nicht mehr so schnell an. Ausprobieren. Mach ich doch einfach mal ein Stück Stein raus. Macht jetzt keinen erwähnenswerten Unterschied, ist in Ordnung. Jeder Weg ist weiter als gedacht. Kommt da nicht gleich sogar noch ein Lavafluss? Au! Dann lohnt es sich ja bald mal zu sagen, wir machen hier Schluss und machen bis zum nächsten Mal, ne? Also beim nächsten Mal können wir dann wieder zu Hause starten. Dragon. Das ist Floß! Das ist das Zweitfloß! Ja. Ist doch das da drüben jetzt unser Wasser? Den Moschops, da muss ich aus Prinzip einfach einmal anschauen. Hunderter, okay. Doch noch ein Lavafluss. Wow, wie weit sind wir denn noch? Ne, wir hab's gleich. Okay. Ach nee, ist heute ein bisschen länger. Da einmal zusammen zu Hause ankommen. Steht da mein Floß? Hä? Wieso steht mein Floß hier? Hä? Oh. Was hat er mir kaputt gemacht? Ah. Ja, okay, ich weiß gerade nicht mehr, warum ich das Floß da geparkt hatte. Hä? Was ist da los?
das da meine Bucht? Schon, ne? Irgendwie ist Skipper gerade ein bisschen doof drauf geparkt. Aber das hatte ich ja schon, hatte ich von euch so als Info, wenn man das, mein Tierchen zu nah am Fahrrad dran setzt, dass es da manchmal halt genau zu diesem Phänomen kommt, was wir gerade sehen. Dann ist doch was. Boah, anscheinend rutsche ich immer links an Skipper vorbei. Okay, ich lenke gerade gar nicht nach links und komme immer weiter links rüber. Soll unser Haus dann nicht gleich sein? Echt doch. Wann habe ich denn das Floß dahin umgeparkt? Wann war das denn? Ah! Weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ha. Komisches Gedächtnis. Aber ist in Ordnung. So, dann... Zack. Einmal nach Hause. Und dann damit haben wir es geschafft. Oh, oh. Ja, du darfst hier. Bleib da ruhig. Das ist in Ordnung. So, ihr dürft alle auf neutral sein. Eine Sache fällt mir jetzt gerade ein. Dann kann ich sie nämlich nicht bis zum nächsten Mal vergessen. Oh. Ich glaube, wir müssen Zement besorgen. Das heißt, wir müssen Chitin besorgen. Naja, ist in Ordnung. Andere Geschichte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst natürlich wie immer super gerne Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.